Hallöchen und willkommen zu diesem neuen Video. Es ist kein Hogwarts-Video, verblüffend. Es ist auch kein Back-in-Time-Video und es ist kein Tutorial, sondern es ist ein kleines Ankündigungsvideo. Denn, wie wir das vor 2 Monaten schon mal, mittlerweile ist es schon ein bisschen länger her, vielleicht eher 5 Monaten schon mal gemacht haben, wollen wir wieder ein Bauwettbewerb veranstalten. Damals haben wir einen 2-wöchigen Armor-Stand-Wettbewerb gemacht und es war echt so verblüffend, was da für Kohle, Platz bei rauskam und so viel Talent einfach da war. Und dann haben wir uns gedacht, das ist eigentlich eine coole Sache und es ist ja für jeden, der dabei ist, cool, wenn man nochmal sieht, was die anderen bauen und es gibt ja auch was zu gewinnen. Genau, deshalb gesagt, gedacht, getan, wie auch immer, haben wir eine Welt erstellt, wo wir gerne einen Wettbewerb zum Thema Halloween starten möchten. Das Ganze ist hier auf dem Bossers Crew Server und ich zeige mal ganz kurz, wie man da hinkommt. Also wenn ihr in eurer Serverliste seid und dann geht ihr einfach auf bosserscrew.de, dann joint ihr dem Server und ihr landet dann vielleicht in der Lobby, ich gehe mal davon aus. Und wenn ihr Infos über den Wettbewerb wollt, dann könnt ihr hier schon Wettbewerb-Infos machen. Dann kommen wir so, wie lange geht da, was gibt's zu gewinnen. Und hier kann man dann dieses Video hier öffnen und man kann mit einer Schnellreise hin. Allerdings funktioniert die Schnellreise, weil wir noch ein bisschen Murks bei der Programmierung haben, nicht von der Lobby aus, sondern ihr müsst dann erst auf den Piloten. Dann klickt ihr auf Creative. Dann seid ihr in der normalen Creative-Plot-Welt. Jetzt könnt ihr auf Schnellreise drücken und dann seid ihr im Wettbewerb. Genau. Und dann seid ihr hier. Hier findet ihr auch nochmal alles auf den Tafeln, also alles ist nicht so viel. Genau. Und dann könnt ihr hier raus, könnt euch mit /p-auto ein Plot holen. Ja, wie man wahrscheinlich schon gesehen hat, geht das Ganze bis zum 20.10. Das heißt, also ich nehme jetzt gerade am 19. auf, vielleicht schaffe ich es aber nicht, das heute hochzuladen. Aber insgesamt, es wird ziemlich genau einen Monat dauern und dann haben wir noch 10 Tage Zeit für die Auswertung und dann ist Halloween. Das heißt, es passt eigentlich alles ziemlich ganz cool. Es passt alles ganz cool, wie auch immer, oh Mann, ja. Genau, das heißt, dann könnt ihr euch ihr Platz holen, einfach mit /p-auto, dann kriegt ihr den nächsten vom Spawn, oder ihr fliegt hier rum und sucht euch einen aus, aber hier kommt irgendwann eine World Border, das heißt, geht nicht zu weit weg, genau. So, was gibt es denn zu gewinnen, ist die Frage. Und zwar, wie beim letzten Mal, gibt es wieder ein paar Hüte zu gewinnen, die habe ich hier auch schon aufgebaut. Nämlich gibt es einmal einen Hexenhut, das ist wie damals bei den Goggles, ist quasi immer, wenn jemand mitgebaut hat und es kam ein cooles Ergebnis bei raus, dann kriegt man auch den Hexenhut, also als man hat teilgenommen und erfolgreich teilgenommen. Genau, für 1., 2., 3. gibt es dann zusätzlich noch diese Vogelscheuche, zusätzlich heißt sie bekommen dann beides, also sie bekommen Hexenhut und die Vogelscheuche. Und der erste Platz bekommt sogar noch was drauf, der bekommt nämlich noch eine Tarnung, denn ich wurde letztens drauf angesprochen. Also es gibt hier /tarnen bei uns. Dann kann man sich einen Mob aussuchen. Zum Beispiel eine Höhlenspinne und jetzt sehe ich aus wie eine Höhlenspinne. Und ich kann wieder bei tarnen mich enttarnen. So. Und ich wurde darauf angesprochen, dass hier in der Beschreibung für Leute, die noch nicht benutzen können, steht, das schaltest du irgendwann bei einem Event frei. Aber wir haben nie diese Events gemacht. Und jetzt ist mal die Chance, dass man eins gewinnen kann, nämlich genau das Wither Skeleton. Ja, genau. Dann seht ihr so aus. Ihr seht dann nicht so viel, aber ihr könnt bei tarnen die Tarnung für euch selber unsichtbar machen. Jetzt sehen alle anderen Wither-Skelett, aber ihr seht ganz normal aus. Und das Coole ist, wenn ich das mal so mache, dann seht ihr, dass das Wither-Skelett sogar eure Blöcke in der Hand hält. Und ich glaube, das funktioniert sogar mit Rüstung auch teilweise. Oh ja, tatsächlich. Aber kann das eine ganze Rüstung anziehen? Das sieht sehr weird aus. Oh Mann. Genau. Und ja. Diese Tarnung gibt es dann noch zusätzlich für den ersten Preis. Mit der Milch kriegt ihr die wieder los. Ja. Genau, und das sind die Sachen, die man gewinnen kann. Und natürlich möchte ich dann noch die Top 10 Plots in einem Video vorstellen. Das heißt, wir machen eine Auswertung. Und es werden diesmal nicht alle Plots angekündigt mit der Punktzahl und welcher Platz man ist, sondern ich zeige dann nur noch die Top 10 Plots. Ja, einfach, keine Ahnung, das ist vielleicht auch demotivierend. Irgendjemand muss halt weiter hinten in der Auflistung sein und weil es können ja nicht alle gleich gut sein. Und dann ist es eher frustrierend, wenn man, keine Ahnung, Platz 55 von 60 ist oder so. Aber das wird eh nicht passieren, weil ganz unten kommen nur noch leere Plots. Aber ihr wisst, was ich meine. Und deshalb möchten wir nur noch die Top 10 Plots veröffentlichen. Und aber trotzdem noch die Hüte vergeben an alle, die sich bemüht haben, sozusagen.
Genau, weil ich das Ganze ja in ein Video packe. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute Lust haben mitzubauen, aber vielleicht auch gar nicht unbedingt in einem Video landen wollen. Vor allem nicht irgendwie mit ihrem Minecraft-Namen genannt oder was auch immer. Wenn das so ist, dann müsst ihr das bei eurem Plot irgendwie erkenntlich machen. Also hier habt ihr so ein Schild zum Beispiel. Und, keine Ahnung, habt ihr jetzt hier was aus Stein gebaut? So. Dann macht ihr hier einfach so einen Stein wieder weg und dann schreibt ihr so bla 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 irgendwas auf das Schild, das ihr gar nicht ins Video möchtet. Und dann finde ich das und dann ist alles gut und dann mache ich euch nicht ins Video. Genau. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Also das Ganze ist so gedacht, wir haben keinen Startzeitpunkt, sondern sobald das Video veröffentlicht ist, geht es eigentlich los. Ich meine, es kommt jetzt eh nicht auf jede Minute an, wenn man einen Monat Bauzeit hat. Das heißt, wenn ihr dieses Video gerade guckt, dann könnt ihr eigentlich schon direkt auf den Server gehen und losbauen, wenn ihr möchtet. Ja. Dann würde ich sagen, allen Beteiligten viel Erfolg. Ich bin echt gespannt, was für coole Sachen bei rauskommen. Und habe jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen Lust auf Halloween. Allein schon, als wir dieses Ding hier gebaut haben. Da ist so richtig die Stimmung aufgekommen. Es wird cool. Ich bin echt gespannt. Na gut, dann sehen wir uns auf dem Server. Oh ne, ich habe doch noch was vergessen. Upsi. Wenn ihr diese Video sehen wollt, dann müsst ihr euch natürlich das Server Resource Pack installieren. Die neueste Version findet ihr immer bei /Resource Pack. Das wurde ich nämlich jetzt schon ein paar Mal gefragt. Und ihr könnt aber auch einstellen, dass es automatisch downloadet. Wenn ihr hier in Bearbeiten geht, dann sagt ihr hier Server Resource Packs. Und das ist bei mir disabled, weil ich mir das manuell runtergeladen habe. Weil ich erstelle das ja auch auf meinem Computer. Ich habe das hier im Dings drin. Aber wenn ihr das auf wenn ihr das hier auf Enabled stellt, dann lädt er das jedes Mal automatisch für euch runter, wenn ihr auf den Server beitritt. Aber dann habt ihr halt auch jedes Mal einen Ladebalken, wenn ihr auf den Server beitretet. Muss man halt wollen. Das sind die Möglichkeiten. Na gut, dann war es das jetzt aber alles. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Server. Oder im nächsten Video, falls ihr nicht mitbaut. Oder zufällig irgendwo auf der Straße. Ich habe keine Ahnung. Bis dahin, tschüss. Hallöchen und willkommen. Alter. Hallöchen und willkommen zu einem neuen Tutorial, wollte ich schon sagen. Eben nicht Tutorial, zu einem... Oh nein, Mikrofon. Hallöchen... Oh. Mann. Oh Gott, das geht ja gut los. Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video möchte ich kein Tutorial machen. Nein. Eieiei. Das heißt, hier taucht man dann auf. Und ganz falsche Reihenfolge. TXT.